started shooting. Er packte mich vorne an meinem Pulli und rief runter. Er warf mich zu Boden, legte sich über mich und da merkte ich, dass wir in viel größeren Schwierigkeiten steckten, als wir gedacht hatten. Die Kugeln gingen durch die kleine Schlüsseldienstbude, durch die Metallmaschinen drinnen und hinten wieder raus. Zwei Kugeln erwischten mich, eine im Hintern und die andere in der Hüfte, gleich über dem Gesäß. Es wurde klar, dass wir keine Chance hatten gegen das AK-47. Die Salven schlugen buchstäblich überall ein. In die Autos, die Schlüsseldienstbude. Es war wie Regen, nur dass diese Tropfen tödlich waren. Ich dachte mir, ist das ein Film, ist das gar nicht echt? Man erwartet das nicht, bis man das Blut an den verletzten Beamten sieht. Dann wurde mir klar, dass wir uns im Schussfeld befanden. Und als die Kugeln unser Gebäude trafen, gingen wir in Deckung. Der freie Raum, durch den wir mussten, zwischen der Schlüsseldienstbude und der ersten Reihe geparkter Wagen, war etwa 23 Meter breit und ungeschützt. Und wir liefen los, die anderen vor mir. Ich fiel hin. Ich hatte mein Funkgerät in der linken und meine Waffe in der rechten Hand und knallte hin. Ich wollte meine Waffe nehmen, da fing er wieder an zu feuern. Ich hatte keine Deckung. Ich hatte das Gefühl, dass er mich von hinten erschießen würde. Ich weiß noch, dass ich dachte, ich will nicht auf diesem Parkplatz sterben. Nicht so. Detective Krulak bekam einen Schuss in den Knöchel. Er ging zu Boden, humpelte sofort zurück und fragte mich, ob wir loslaufen können. Dann legte er mir die Hand auf die Schulter und fing an zu laufen. Stuart Guy und Tracy Angeles bleiben auf dem Parkplatz zurück. Die Autos bieten wenig Schutz. Ich weiß noch, wie ich sie laufen sah und mir überlegte, laufe ich auch oder bleibe ich? Tracy erinnert sich, dass die Täter auf Detective Krulak und mich schossen. Die Kugeln schlugen bei unseren Füßen ein und spritzten über den Asphalt, als wir liefen. Als ich durch die Glastür sprang, hatten die Kugeln sie schon zerschmettert. Deshalb bekam ich keine Schnittwunden durch das Glas. Detective Krulak und ich legten uns gleich beim Eingang der Zahnarztpraxis auf den Boden, um die Treppe im Blick zu haben, falls die Täter uns nachkommen sollten. Detective Krulak nahm die Pumpgun und zielte die Treppe runter. Während die Täter unten aufgetaucht, hätte er sie im Visier gehabt. Wo sind sie getroffen? Am Hintern! Ich rief zu meinen Damen, bringt sterile Gase und Wasserstoffperoxid. Stuart Guy wird schwer getroffen. Mein Bein ragte in die Luft wie das einer Puppe. Es war, als hätte mir jemand die Beine weggezogen, mich hochgehoben und ich landete auf dem Hintern, so als würde ich sitzen. Aber mein Bein lag rechts neben mir. Als ich die Wunde fand, aus der er so blutete, war sie knapp 20 cm lang, so etwa 5 cm breit und genauso tief. Und ich riss ihm das Hemd auf und da kam mir das Blut entgegen. And you could see this blood just starting to come out.
Von Anfang an wird einem eingetrichtert, seinen Partner nicht allein zu lassen. Und ich dachte, oh Gott, ich habe meinen Partner im Stich gelassen. Er ist unten auf dem Parkplatz, man wird mich rausschmeißen. Wir sind in der Zahnarztpraxis im Einkaufscenter. Officer Guy und Angelis, kommt in die Praxis. Guy versucht verzweifelt, sich zu retten. Tracy Angelis ist nur ein paar Meter entfernt, wird aber durch Schusssalven in Schach gehalten. Seine Hände rauchten, als würden sie brennen, und dabei ein Riesenloch. Dr. Romero, meine Frau, brachte mir Handschuhe, denn überall waren Blut und Glas. Ich behandelte Sporavan und nahm Wasserstoffperoxid, und das Blut sprudelte und Glas war da drin. Die Verletzung war so tief, dass da eine kleine Öffnung in den Pleuraraum war, wo die Lunge atmet. Und man hörte die Regurgitation. Deshalb legte ich den Finger auf diese Öffnung, damit da nichts reinkommt. Ich nahm meinen Pistolengürtel und band damit mein Bein ab. Ich zog am Gurt, um die Blutung zu stoppen. Mit meiner Pistole in der linken und einem Gebet auf den Lippen. So saß ich da die ganze Zeit. So I was like this the whole time. When I fell in the parking lot, als ich auf dem Parkplatz stürzte, hatte ich das sichere Gefühl, ich würde sterben. Er schoss, ich hatte keine Deckung und ich würde das nicht überleben. And I can remember it was a pretty lonely. Und ich weiß noch, dass das ein sehr einsames Gefühl war. That way, so. Dass ich mir dachte, ich will nicht, dass Stuart das auch erlebt. How I felt. Kein Mensch sollte sich je so einsam fühlen. Ich kann nichts machen mit meinem Knöchel. Ein Metallstück, etwa 5 cm lang, ragte aus seinem rechten Knöchel. Ziehen Sie es raus? Nein, zu gefährlich. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Damit müssen wir warten bis zum Krankenhaus. Okay. Als Zahnarzt wusste ich so viel von Erster Hilfe, dass ich es nicht entfernt, sondern drin gelassen habe. Ich habe die Blutung teilweise gestoppt, Wasserstoffperoxid, sterile Gase und seine Socke darüber getan und gesagt, wir kümmern uns später um sie, das ist nicht lebensgefährlich. Ich will diese Schweine umlegen. Bringen Sie alle in den rückwärtigen Teil des Gebäudes. Immer noch heftig blutend werden die Verletzten in einen Lagerraum hinten in der Zahnarztpraxis gebracht. Montes und seine Mitarbeiterinnen haben den beiden wahrscheinlich das Leben gerettet. Stuart Guy und Tracy Angelis werden durch die Beamten Todd Schmitz und Anthony Karbionok aus dem Kugelhagel gerettet. Von der Ausbildung wussten wir, wie man einen Kollegen rettet. Und ich nahm das verletzte Bein. Er lag auf dem Rücken, sodass wir die hintere Tür nicht zumachen konnten, weil das Bein raushing. Wir wurden wieder beschossen und einer der Reifen platzte. Und als wir um die Ecke fuhren und wussten, dass wir in Sicherheit waren, musste ich die hintere Tür schließen, denn sie schwang hin und her und wir hatten Angst, dass sie sein Bein noch mehr verletzen würde. Deshalb mussten wir sein Bein im Wagen verstauen. Die Bankräuber haben $303.000 erbeutet, eine halbe Million weniger, als sie erwartet hatten. Während der Kampf immer heftiger wird, fliegt der Polizeihubschrauberpilot Charles Paraguay direkt über die beiden. Immer mehr Polizeibeamte schossen auf die Verdächtigen. Und die Verdächtigen schossen auf immer mehr Polizeibeamte. Leider waren noch Zivilisten in der Nähe. Sie hatten eine gewisse Selbstdisziplin, standen gleichzeitig unter Drogen, aber mitten in einer Schießerei nicht loszulaufen, war sehr ungewöhnlich. Phillips und Matasareno gingen zum Fluchtauto, dessen Motor noch lief, auf dem nördlichen Kundenparkplatz.
Ein ferngesteuerter Sensor zündete die Farbladung in der Tasche. Leave it! Das Geld ist nun unbrauchbar. Matt Serrano wird von einer Schrotladung in seinem ungeschützten rechten Bein getroffen. Da er kaum laufen kann, zieht er sich in den Fluchtwagen zurück. Er scheint den Plan aufzugeben, gegen die Polizei zu kämpfen. Phillips dagegen nicht. Kurz darauf kriegt er eine Kugel ins linke Handgelenk. Trotzdem scheint er noch heftiger anzugreifen. Ich wusste, wir mussten die beiden aufhalten. Ich dachte nichts anderes als, du musst an die ran. John Caprarelli ist in einer kleinen Gruppe von Officern, die bis auf 10 Meter an die Schützen herankommen. Die AK-47-Seifen schlugen durch die Wand, als wäre sie nicht da. An diesem Punkt formierten wir uns neu. Caprarelli zieht sich zurück und läuft zu einer vermeintlich sichereren Position in der Archwood Street. Die fahren los. Ja, auf der anderen Seite des Van. Die Täter machen den ersten Fluchtversuch. Matt Serrano am Steuer scheint Phillips zum Einsteigen zu drängen. Aber Phillips scheint den Kampf immer noch zu genießen. Er wechselt zu einem Heckler- und Koch-Schnellfeuergewehr. Eine Waffe, die sich gut eignet, um die Polizei und Fernsehhubschrauber anzugreifen, die jetzt über ihm schweben. So etwas hatte ich schon früher erlebt. In